als Franz die Nationalmannschaft übernommen hat, mich eingeladen hat zu einem Abendessen mit Rotwein. Gut gemacht, muss ich heute sagen. Um mir dann am Ende zu eröffnen, du musst auch zur Nationalmannschaft kommen. Ich habe eingewilligt, habe gesagt, okay, ich schaffe das, Bayern und Nationalmannschaft. Dann hat aber der Präsident von DFB gesagt, entweder oder. Es gibt es nicht, dass jemand die Nationalmannschaft betreut und einen Verein nebenher. Wenn, dann Nationalmannschaft und nichts anderes. Und dann kam die Weltmeisterschaft in Italien und Franz hat dann folgendermaßen argumentiert, ich brauche den Doc, der kennt alle Spieler. Ich war da schon erzkonservativ, habe nur mit den Händen gearbeitet. Der Franz wusste das richtig zu schätzen. Und der hat mich dann alle 2-3 Tage nach Italien gestellt zur Mannschaft. Das hat sich sehr bewährt. Deutschland wurde Weltmeister. Einige Verletzte hätten vielleicht dann nicht gespielt, wenn Franz mich nicht geholt hätte. Ich kann es nicht anders sagen. Aber dann war das alles offiziell, dann war ich immer dabei. Dann kam der Zeitpunkt, wo der DFB einsichtig war und ich dann doch beides machen konnte, nämlich Nationalmannschaft und Bayern.